Mal sehen. Ja, ich glaube, die Perspektive stimmt. Hey, Opa, wie findest du mein Gemälde? Gut gemacht und tolle Farben. Oh, das sind tolle Farben. Genau die brauche ich. Brauchst du nicht auch einen Pinsel? Was machst du denn da? Und fertig ist das Bild. Wie gefällt's dir? Ja, doch, ganz cool. Ich bin noch nicht fertig. Ich nehme dieses Plastikteil und ziehe es von oben nach unten. Oh, schau mal, wie gut das funktioniert. Und, was sagst du nun dazu? Oh mein Gott, es ist, wow, das ist richtig gut, Opa. Gefällt mir. Okay, ich habe mein Klebeband parat. Ein Ende klebe ich hier hin. So, wird Zeit für mein Bild. Oh, irgendwie schwerer, als ich dachte. Ich brauche, glaube ich, jetzt diese Farbe. Vorsicht, versau's jetzt bloß nicht. Oh Mann, das ist absolut schrecklich geworden. Hey, Moment, Opa hat ja dieses Klebeband. Joink, ich leih mir das mal aus, Opa. Okay, ich habe einen Klebestreifen und jetzt lege ich die Filzstifte drauf. Dann nur noch den Teser drum wickeln und gut festhalten. Ja, das wird auf jeden Fall richtig gut funktionieren. Das gibt einen schönen Regenbogen. Yes, hat geklappt. Ich bin ein Genie. Wow, super gemacht. Was, wenn wir das sogar noch mit mehr Stiften machen könnten? Ha, so viele. Was wird das denn für ein Regenbogen? Bist du sicher, dass das wirklich gut geht? In der Kunst muss man ausprobieren, mein Junge. Dann mal los, mal sehen, wie das wird. Wer sagt denn, dass Regenbogen allein aus einem Bogen bestehen? Ich mal erstmal hier links und dann biege ich nach rechts ab. Und nun auf die andere Seite von der Leinwand. Und wieder zurück zum Anfang. Wow. Fertig. Na, schau dir mal das fertige Kunstwerk an. Das sieht irgendwie aus wie ein Vogel. Wow. Ein Horn ganz für mich allein. So süß. Aber es fehlt noch Farbe. Irgendwo hier drin sind meine Stifte. Das fühlt sich seltsam an. Die Tinte ist ausgelaufen. So kann ich doch nicht malen. Mom! Was ist los, Schatz? Guck mal. Oh, schon gut. Ich weiß, was zu tun ist. Das kriegen wir wieder hin. Zuerst wischen wir das sauber. Niemand will schmutzige Hände haben. Dann eben die Tasche. Das geht nicht weg. Kein Problem, dann bekommst du eben einen neuen. Wo ist denn mein Handy? Wow, ganz schön teuer. Alles wird wieder gut. Mal sehen, wie viel Geld ich noch übrig habe. Oh. Was machen wir denn jetzt? Oh, es bricht mir das Herz, sie so zu sehen. Moment mal, mir ist gerade eine Idee gekommen. Das könnte funktionieren. Um Flecken zu verstecken, brauchst du bunten Filzstoff. Schneide aus dem Stoff Einhornteile. Bringe an jedem Stück Kleber an. Trage den Kleber etwa so auf. Dann klebst du das Stück auf die Tasche. Klebe alle Teile fest, bis das Einhorn zu sehen ist. So versteckst du den Tintenfleck. Die Augen nicht vergessen. Zu jedem Einhorn gehören auch lange Wimpern. Ist das nicht magisch? Hallo Liebling, alles okay? Wenigstens sind meine Hände sauber. Nun ja, ich hab was für dich. Wow, ein Einhorn! Ich liebe den Rucksack, danke! Kein Problem, Liebling. Voll cool! Siehst du das? Lies es. Keine Sorge, ich bin hier. Meinem Auto ist der Sprit ausgegangen. Sie ist so schön. Ich werde es tun. Hi, du. Oh, was? Oh, nichts. Ew. Hast du schon mal deine Zähne geputzt? Das war so peinlich. Was ist passiert? Das ist passiert. Oh, das ist schlimm. Warte mal, ich habe da eine Idee. Hast du Wachspapier? Schneide so ein Quadrat aus. Dann drücke etwas Zahnpasta drauf. Jetzt zum Backpulver.
Eine gute Prise reicht völlig aus. Benutze deinen Finger, um die Paste zu verteilen. Dann lege es so auf deine Zähne. Vergiss den Unterkiefer nicht. Und jetzt warten wir. Jetzt nehmen wir es runter. Hallo, Perlweiß. Ist dieser Platz noch frei? Das ist meine Chance. Ich werde ihr ein Lächeln zuwerfen. Deine Zähne funkeln wie Diamanten. Das ist der Weg zum Herzen einer Dame. Oh, Mr. Kitty, dich mag ich doch am liebsten. Ach ja, die Challenge. Malt Mr. Kitty. Na los. Ich liebe es, Katzen zu malen. Katzen sind voll toll. Das wird mega. Was macht sie? Schreibt sie das englische Wort für Katze, also Cat? Was? Oh mein Gott, die Runde werde ich definitiv gewinnen. Okay, Zeit für meine Katzenzeichen-Skills. Zuerst male ich einen Kreis. Katzen können auch rund sein, vor allem wenn sie in Dickerchen sind. Wie male ich von hier aus weiter? Nun werde ich mein Wort in etwas Besseres verwandeln. Ich beginne mit einem kleinen Gesicht. Die Schnurrhaare sollen auch nicht fehlen. Okay, der Kopf ist fertig. Ein großer, langer Schwung für den Rücken und Schwanz. So süß. Wow, gut gemacht. Zeigt mir eure Kätzchen. Tada, das ist mein Kätzchen. Und naja, das hier ist meine Katze. Ich wurde abgelenkt. Oh, nun ja. Ein unfertiges Bild zählt leider nicht. Somit steht der Sieger fest. Wow, gewonnen. Mein Kätzchen und ich haben wieder gewonnen. Yes, Cookies. Ich liebe Cookies. Das ist so interessant. Oh, hi. Sieh mal, was ich hab. Ein Hündchen. Wow. Darf ich ihn streicheln? Claro, sie heißt Fluffy. Der perfekte Name. Ist sie nicht süß? Das ist sie. Hallo, Leute. Hi. Ich bin so hübsch. Was? Weg da. Nein. Na egal, dann bezahle ich dich eben fürs Plätzetauschen. Nein, ich bin nicht käuflich. Okay. Oh, was für ein süßes Hündchen. Das ist so gemein. Was glaubt sie, wer sie ist? Ich bin so sauer. Der Schokolade habe ich es aber gezeigt. Willst du sie mal nehmen? Oh ja, gerne. Ja, ich weiß, wie ich es hier heimzahle. Ganz leise. Ich schneide eine Ecke von der Schokolade ab und quetsche sie in ihr Heft. So, sie ist so ein lieber Hund. Oh mein Gott, dieser Köter ist schrecklich, wie eklig. Es hat funktioniert. Das entsorge ich mal schnell. Da bin ich wieder. Hallo, Fluffy. Gutes Mädchen. Es ist Waschtag. Wie gut, dass ich nicht so viel waschen muss. Oh, meine Jeans. Die ist definitiv meine Lieblingshose. Und das war's. Nur eine kleine Waschladung. Los geht's. Das kann ja nicht lange dauern. Mal auf die Uhr schauen. Ich setze mich einfach so lang hier hin und warte. Wow, hier kann ich so viel lernen. Ja, ich warte nur, dass meine Wäsche fertig ist. Oh, sie ist fertig. Ich rufe sie später nochmal an. Okay, da ist mein Rock. Was? Was ist denn damit passiert? Er ist winzig. Nein, 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 nein. Das kann nicht wahr sein. Bitte nicht auch meine Lieblingsjeans. Puh, die sehen noch ganz okay aus. Ich probiere sie sicherheitshalber an. Komm schon, rein da. Das muss doch passen. Oh, vergiss es. Die muss auch eingelaufen sein. Meine Lieblingsjeans. Total ruiniert. Unfassbar. Mir so den Tag zu verderben. Blöde Hose. Ich habe ihr doch überhaupt nichts getan. Warte mal, vielleicht kann man ja doch noch was machen. Ha, ich ziehe sie einfach rückwärts an. Ich ziehe sie auf beiden Beinen ein Stück hoch. Und dann ziehe ich sie einfach hoch. Ja, es funktioniert. Diese Hose habe ich überlistet. Tschüss, Rock, die brauche ich nicht mehr. Ja, meine Lieblingsjeans hält noch eine Weile. Und sie sieht noch so gut aus wie vorher. Dann kann sie endlich losgehen. Weit oben. Mann, ist der schleimig. Oh oh. Hi. Setz dich, Ellie. Oh, okay. Sieh mich nicht an. Oh, wie nett. Die Farbe steht mir.
Okay, Klasse, schlagt eure Bücher auf. Muss das sein? Die heutige Stunde wird aufregend. Als ob. Ich liebe ihre Notizbücher. Dann fange ich mal an, Notizen zu machen. Ich weiß, der Stift ist super süß. Ich hätte auch gerne schöne Sachen. Meine Sachen sind voll langweilig. Oh, wie unfair. Was ist da hinten los? Moment mal. Was ist das Problem? Ich bin neidisch. Lass mal sehen. Das ist ein toller Stift. Vielleicht kann ich helfen. Echt? Pimp deine Stifte mit diesem einfachen Trick. Entferne die Stiftteile. Fülle die Stifthülle mit Kleber auf. Achte darauf, dass nichts daneben geht. Das sollte reichen. Fülle nun Glitzer hinein. Steck nun die Stiftmine hinein. Und schraube den Stift wieder zu. Ein toller Glitzerstift. Echt schön, oder? Wow, der ist toll. Der kleine Freund hier kommt obendrauf. Oh, er ist so niedlich. Danke. Warte kurz. So fühle ich mich wohler. Wow, echt stylisch. Die nehme ich. Die ist nicht gut genug. Du brauchst ein Makeover. Ich fühle mich so lebendig. Wie hast du das gemacht? Ist das wichtig? Du siehst toll aus. Sie sind mein Lieblingslehrer. Ich mache nur meine Arbeit. Ich bin so glücklich. Was? Wow, ich liebe deinen Look. Oh, ich habe etwas für dich. Echt? Für mich? Danke. Bestie. Selfie. Ich liebe diese Klasse. Oh, ich muss mich umziehen. Aha, die heutige Stunde handelt von... Ich liebe diesen Song. Oh, Jennifer und ihre Liebe für schlechte Musik. Ja, du solltest mal den Beat in der Strophe hören. Ja, und der Kaugummi ist auch voll lecker. Achtung, Blase! Oh nee, wie ist denn das passiert? Der Kaugummi ist in Evas Haaren. Was mache ich denn jetzt? Okay, vielleicht kann ich nur vorsichtig rausziehen, ohne dass sie es merkt. Ah, die guckt. Einfach cool bleiben. Oh nee, die kratzt sich am Kopf. Gleich berührt sie den Kaugummi. Boah, Gott sei Dank, die hat ihn nicht gefunden. Puh, das war knapp. Okay, Zeit für einen neuen Versuch. Das muss doch irgendwie besser gehen. Moment. Hey, mein Getränk könnte die Lösung sein. Ein Drink ohne Eiswürfel kommt mir nicht in die Tüte. Hallo, Herr Eiswürfel. Du rettest die Frisur meiner Freundin. Ich reibe das Eis vorsichtig am Kaugummi. Perfekt. Jetzt ist er kalt genug, um ihn abzuziehen, ohne dass es kleben bleibt. Oh, ein Glück habe ich das ohne viel Drama hinbekommen. Und mein Kaugummi habe ich jetzt auch zurück. Naja, lieber doch nicht. Den lasse ich mal kurz hier liegen. Also dann, die nächste Aufgabe wartet auf euch. Eine Eiswaffel, ha? Das schaffe ich. Zeit, meine künstlerischen Fähigkeiten auszupacken. Das Eis und die Eiswaffel sind fertig. Nun wird es verschönert. Perfekt, es ist glücklich und süß. Nun kommt Farbe hinzu. Das wird richtig schnieke aussehen. Mal sehen, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Zuerst kommt Blau. Und dann wird es langsam lila. Ich male um die Augen herum. Oh, nun wird es pink. Genau wie geplant. Perfekt. Die Eiscreme sieht zum Anbeißen aus. Soweit, so gut. Nun muss ich die Eiswaffel noch schön anmalen. Gelb als Kontrastfarbe wirkt hier wahre Wunder. Oh, wie zum Geier hat er das gemacht? Das ist mega. Und wie sieht es mit diesem Winkel aus? Ja, perfekt. Mein Bild muss genauso cool werden. Mal sehen. Oh, das ist genau das, was ich brauche. Entschuldigung. Hi, darf ich das kurz haben? Kennen wir uns? Vergiss es. Aber ich brauche es wirklich dringend. What the heck? Das gehört mir. Lass los. Oh! Ups, tut mir wirklich leid. Puh, okay, bin wieder da. Ich kann loslegen. Mit diesem Klebeband klebe ich die Eiswaffel fest. Ich brauche noch etwas mehr. Das kommt hier hin. Perfekt.
Das Eis liegt fest an und ist gesichert. Frau Direktorin, ich bin mit der Aufgabe fertig. Oh, wirklich? Wie aufregend. Oh, zählt das auch als Kunst? Nein, ich denke eher nicht. Hey, zeig mir mal dein Bild. Oh, okay, das ist schon besser. Sehr süß und bunt. Hier ist dein Preis. Oh, nice, ich bin schon hungrig. Ich liebe Eiscreme. Oh, das ist ganz schön kalt. Warte, what the heck? Hilfe, ich bin eingefroren. Hä? Was ist denn mit dir passiert? Oh, das Eis war wohl ganz schön kalt. Ups, Baum fällt. Autsch, alles in Ordnung? Das wird so eine tolle Reise. Ich kann es kaum erwarten, braun zu werden. Ich habe mir sogar die erste Klasse gegönnt. Bis später. Ich muss nur noch erst fertig packen. Ich nehme einfach alles mit. Oh, den Sonnenhut natürlich auch. Hm, die Schuhe gehen aber gar nicht. Eigentlich brauche ich ein paar gescheite Strandschuhe. Hm, ich weiß, die müssen hier irgendwo sein. Ah, eine Maus! Sie knabbert meine Latschen an. Gib die wieder her, du Untier! Ich sagte, gib her! Ah! Los, raus hier! Gut, sie ist weg. Hey, Moment mal. Ich habe eine geniale Idee. Ich habe hier diese Gummistiefel und schneide die Spitze ab. So einfach. Und jetzt muss ich nur noch hier entlang schneiden. Und fertig. Wow, die sehen toll aus. Jetzt habe ich ein neues Paar Strandlatschen. Perfekt. Was sagst du nur, du blöde Maus? Und ab geht's an den Strand. Zeit für den letzten Make-up-Schliff. Ja, zu so einem tollen Look muss man das perfekte Accessoire haben. Ja, das ist genau das Richtige. Hm, das ist so eine schöne Schatulle. Hallo, du Prachtstück. Ah. Hä? Was hat Jennifer denn da? Das muss ich mir mal genauer ansehen. Oh, wow, das Armband ist echt toll. Kann ich das mal anprobieren? Nö. Ach, was soll das? Sie weiß, dass ich grün liebe. Oh, Hulk ruft mich an. Yay! Ava, ich nehme jetzt ab. Mag es ja nicht. Das Armband kannst du dir abschminken. Ah, na sowas, die verlässt das Zimmer. Weg ist sie. Das ist meine Chance auf das Armband. Guck noch mal, ob sie wirklich nicht zurückkommt. Nee. Oh, hallo, du schönes Stück. Du bist von Namia noch viel schicker. Oh, ich liebe das. An mir sieht es bestimmt besser aus. Und es passt perfekt. Und ich hatte recht, an mir sieht es besser aus. Ja, stimmt. Das Armband ist ganz neu. Wie toll, dass es dir aufgefallen ist. Oh, nee. Oh, die kommt zurück. Ich muss mich beeilen. Das darf nicht wahr sein. Oh, ich krieg das nicht ab. Oh, was ist das? Ein Schrumpfarmband? Ich brauche mehr Kraft. Vielleicht hilft's, wenn ich aufstehe. Oder wenn ich das mit meinem Atem erwärme. Mensch, warum kriege ich das denn nicht ab? Komm schon, geh ab, du blödes Armband. Oh nee, da ist sie. Ich muss mich dumm stellen. Ich muss halt noch was schreiben. Verhält Ava sich komisch? Naja, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Moment mal. Oh, die Schatulle ist leer. Die Schatulle ist leer. Ava, ich hab dir gesagt, du sollst das Armband nicht anfassen. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Sag mal, hältst du mich für blöd? Gib das Armband her. Okay, hier. Es ist an meinem Arm und ich krieg's nicht ab. Ah, ich krieg das ab. Die Säge wird mir dabei helfen. Glaubst du nicht? Hä? Na, Jennifer, nicht die Säge. Ach, ich mach doch nur Spaß. Mensch, bist du naiv. Dein Arm bleibt dran. Dafür habe ich einen Trick mit Seife. Gib mal den Arm her. Oh Mann, ich dachte, du meinst das ernst. Wir brauchen eine Plastiktüte und Seife. Die hatte ich zufällig da. Ich gebe ein bisschen Seife auf die Plastiktüte. Und verteile das Ganze. So, die Tüte ist fertig. Für den nächsten Schritt brauchen wir den Arm. Steck deinen Arm in die Tüte und zieh die Tüte durchs Armband. Ungefähr so. Durch die Seife lässt sich das Armband leicht abziehen.
Schau mal, wie ich's gesagt hab. Ich hab dich ja gewarnt. Das Armband passt nur auf ein Handgelenk. Und zwar meins. Jetzt kriege ich's auch nicht mehr ab. Ja, scheint, als würde das Armband doch nicht zu dir passen. Veräppelt. Ich hab doch gesagt, es passt nur auf meins. Jennifer denkt wohl, sie wäre lustig. Krasses Training, Leute. Schon besser. Moment, sollte ich nicht Hefte oder sowas haben? Ah ja, da. Und ich brauche dieses Ding, womit man schreibt. Einen Stift, so heißt das Teil. Nee, hier unten ist er nicht. Was mache ich denn jetzt bloß? Hey, Streber. Huhu. Ich? Ja, kannst du mir einen Stift leihen? Okay, ich habe sicher noch einen. Den hier. Süß, danke. Oh nein, er ist kaputt. Hey, Streber, mit dem stimmt was nicht. Kann ich einen anderen haben? Sei vorsichtig. Wow, zwei hintereinander. Das wirst du nicht glauben. Bitte. Hier, den auch. Ich hoffe, sie hat den Kassenbon aufgehoben. Streber, das ist mein letzter Stift? Okay, na schön. Warte mal, dieses Trinkpäckchen könnte nützlich sein. Vielleicht hilft mir der Strohhalm weiter. Das wird gehen. Nimm einen Stift auseinander. Trage direkt hinter der Mine Kleber auf. Genau so. Dann nimmst du einen Strohhalm und schiebst die Mine hinein. Runter bis zum Klebstoff. Stifte, die wie Strohhalme aussehen. Die will sich niemand ausleihen. Wow, die sind so cool. Kann ich einen Stift haben? Das sind nur Strohhalme. Tut mir leid. Na schön. Hey, Kumpel, hast du mal einen Stift? Yippie, endlich kann ich weitermachen. Okay, ich glaube, dieses Werk ist fertig. Ich will mich ja jetzt nicht selbst loben, aber ich finde, das ist ein Meisterwerk. Das kommt nun hier auf die Staffelei. Wow, ich liebe es. Oh, Seifenblasen. Ich finde, ich habe mir eine Belohnung verdient. Ja, das sind voll viele. Oh, ich liebe Seifenblasen. Hallo, bin wieder da. Ups. Ich habe das Bild runtergeworfen. Oh, das war mein Meisterwerk, mein allerschönstes überhaupt. Warte mal, Seifenblasen? Das bringt mich auf eine Idee. Ich nehme eine Plastikflasche und schneide sie oben ab. Und dann spanne ich ein Netz über die Öffnung. Als nächstes fülle ich die Seife in diese Glasschale. Das sollte reichen. Und nun tunke ich das Netz in die Flüssigkeit. Jetzt hängt die Seife am Netz. Und als nächstes die Farbe darauf. Ein bisschen blau und etwas rot. Und natürlich auch gelb. Grundfarben, check. Und nun können wir Seifenblasen pusten. Dabei ganz nah an die Leinwand gehen. Die großen Blasen einfach platzen lassen. So, ich glaube, das war's schon. Hey, was sagst du dazu? Wow! Wie hast du das denn gemacht? Ich habe mich einfach von deinen Seifenblasen inspirieren lassen. Es ist für dich. Vielen Dank, Opa. Gefällt mir gut. Seifenblasen sind auch echt toll. Wow, das ist kein echtes Herz, oder? All dieses Gerede über Herzklappen macht mich ganz nervös. Oh, habe ich gerade meine Nagel verschluckt? Das hätte mich umbringen können. Diese Nägel sind gefährlich. Und ich bin dabei, sie alle abzukauen. Schau sie dir nur an. Ich sollte damit nicht mal in der Öffentlichkeit sein. Was ist los? Ich sehe doch, dass da was nicht stimmt. Nun, ich habe hier ein Nagelproblem. Igitt. Aber das muss doch nicht so sein. Die Lehrerin schaut nicht, oder? Darf ich vorstellen, dein neuer bester Freund. Kleber? Nun, dann probiere ich es mal. Das ist Nagellack? Wie clever! Zeit für ein schnelles Übermalen. Das sieht schon viel besser aus. Das ist perfekt, danke dir! Um das zu tun, gieße den Kleber in eine Schüssel. Wenn die Flasche komplett leer ist, lege einen Trichter auf die Öffnung.
Schnapp dir deinen liebsten Nagellack und gieße alles rein. Das kann einige Minuten dauern. Nimm dann den Trichter wieder raus und verschließe den Deckel. Das ist der einfachste Hack ever! Und schau nur, wie schön sie wieder aussehen. Ich richte besser auch gleich die andere Hand. Madison? Ich hoffe, das ist kein Nagellack. Wir sind hier nicht im Nagelstudio. Ich hätte besser aufpassen sollen. Aber das ist nur Kleber, sehen Sie? Okay, verstehe. Nun, zurück zur Aortenklappe. Danke nochmal. Die Frage ist einfach. Oh, die Spitze ist abgebrochen. Ah, da liegt ein Spitzer. Den leihe ich mir mal aus. Was machst du da? Der gehört mir. Na, neidisch? Oh, sowas von spitz. Okay, die spinnt doch. Was soll's? Wo ist denn mein Spitzer? Nope. Irgendwas hier drunter? Oh, nur richtig viel Kaugummi. Was mache ich denn jetzt? Autsch, da ist irgendwas in meinem Schuh. Was ist das denn? Ach, mein Spitzer. Wusste doch, dass er irgendwo ist. Puh, was ist das für ein Gestank? Das ist ja ekelhaft. Aber wenigstens kann ich jetzt spitzen. Hey, ich habe eine Idee. Ich brauche ein bisschen Kaugummi. Perfekt, das wird bestimmt funktionieren. Der Kaugummi kommt auf den Ring. Und dann lege ich den Spitzer drauf. So weiß ich immer, wo er ist. Wow, cooler Ring. Und er ist total praktisch. Nun kann ich endlich weiterrechnen. Hä? Abracadabra, ihr zeichnet eine... Bam! Ich schätze, heute wird's richtig verrückt. Ich fange dann mal an. Los geht's. Ich werde die hier einfach schnell umranden. Erst hier drin, dann um die kleinen Griffe. Okay, genau so. Cool. Ja, keine Ahnung, was der da macht. Nun zum Schneiden. Ob ich wohl geschickt genug bin? Oh, Achtung, mein Finger. Was ist das denn? Oh, egal. Was ist das für ein Zeug? Da fliegt was auf mein Kunstwerk. Kannst du erraten, was es ist? Es lebt auf Bäumen und zeigt sich in der Nacht. Ja, es gibt U-Töne von sich. Es ist ein neuer Freund, die Eule. Ist der nicht süß? Fast geschafft. Oh, das sieht perfekt aus. Nur noch ein bisschen Farbe. Diese Neonfarben sind toll. Sieht schon super aus. Tada! Interessant. Und Melanie hat auch tolle Arbeit geleistet. Sehr gut. Cool. Aber wer räumt das jetzt alles auf? Oh Mann, meine Jeans. Oh Mann. Scheint, als würde Melanie hier gewinnen. Hey, hey. Siehst du auch das, was ich da sehe? Oh mein Gott. Das sind riesige Zähne. Oh nein, es wird größer. Haha, keine Sorge, ihr zwei, er kann euch nichts tun. Was für eine Erleichterung. Doch er ist unser Stichwort für die nächste Mal-Challenge. Okay, da steht eine 5 auf unseren Blättern. Ich glaube, ich weiß schon, wo das hinführt. Ich male Linien zu den Strichen, die schon da sind. Ein paar Schnörkel hier, ein Auge da und Zähne dürfen natürlich nicht fehlen. Und Dinos brauchen Beine und Arme, sonst kann er nicht laufen. Gut, fehlt nur noch etwas Farbe. Ich will, dass er furchteinflößend aussieht. Nur noch ein wenig mehr und fertig. Es sieht toll aus. Schau dieses Mal auf dein eigenes Blatt. Hey! Oh, komm schon, lass mich mal sehen, nur ganz kurz. Hey, Moment mal, Bleistifte. Die helfen mir garantiert bei meinen Problemen. Gut, die müssen nur noch angepasst werden.
Vielleicht hier noch eine kleine Änderung. Und nun haben die Radierer vom Bleistift eine Form. Das hier ist ein Herz und ein Sternchen. Okay, dann drehe ich mal das Blatt um und fange an. Wer sich direkt... So, und nun ist Zeit für meinen Marker. Ich brauche so eine Art Eiform. Und nun zu den Radierern. Ich tunke sie einfach in die Farbe. Und tupfen. Okay, stopp. Zeigt mal eure Bilder her. Hier ist meins, Miss. Hoffentlich gefällt es Ihnen. Und das ist meins. Er ist nur noch nicht geschlüpft. Was? Ich glaube nicht, dass ich das gelten lassen kann. Oh, aber dein Bild ist toll. Du bist die Siegerin. Ich? Echt? Oh, juhu, vielen Dank. Ich liebe diese Chips, aber sie schmecken noch viel besser, wenn man sie teilt. Außerdem, ich finde dein Ei sehr süß. Dankeschön. Na, es gibt nichts Besseres als den Prüfungstag. Moment mal. Hast du da die Antworten? Ach Mensch, woher weißt du das denn bloß immer? Tschüss, liebe Spickzettel. Ja, du kennst doch die Regeln. Viel Spaß. Diese Kinder lernen einfach nie. Guten Morgen. Mein Buch? Hier gibt's nichts zu sehen. Sehr gut, Lilly. Fang an. Oh, ich hätte diese Antworten echt brauchen können. So weit, so gut. Na, scheint, als war der Lehrer nicht aufmerksam genug. Der mein Spickzettel ist durchgegangen. Hey, warum ist mir das denn nicht eingefallen? Ja, mein Lineal ist keine große Hilfe. Lilly, pst. Kann ich mal sehen? Shh. Heb einfach den oberen Teil an, siehst du? Hierzu brauchst du zwei Lineale. Nimm deine Antworten und klebe etwas doppelseitiges Klebeband an. Zieh die Folie ab und klebe es an die Lineale. Richte die Mitte an der Mitte der Lineale aus. So kannst du es ganz einfach falten. Danke. Na, fertig, Herr Lehrer. Was zum Geier ist denn mit ihr los? Die ist echt seltsam. Was macht sie da mit den Handtüchern? Hi. Ja, wir sind immer noch hier. Schon vergessen? Schon gut, schon gut. Hier, mal diesen Flamingo. Oh, ein Flamingo. Okay, das wird lustig. Ich benutze meine Lieblingsmethode und fahre meine Hand nach. Okay, gut. Und nun wird das Blatt gedreht. Der Vogel braucht definitiv einen Kopf und einen großen, dicken Schnabel. Gut, das Auge ist fertig. Und nun die Flügel. Und seine langen Beine natürlich. Nun kommt die Farbe. Es wäre kein Flamingo ohne pinkes Federkleid. Der wird so schön sein, wenn ich erstmal fertig bin. Weiter ausmalen, immer weiter ausmalen. Nur noch ein wenig mehr und fertig. Mal sehen, die Größe muss auf jeden Fall stimmen. Ah, ich improvisiere einfach. Hehe, das wird schon schief gehen. Okay, er sieht ungefähr so aus, glaube ich. Okay, gut, man erkennt den Flamingo, oder? Phew, die Abkühlung hatte ich bitter nötig. Wie läuft es mit euren Bildern? Was soll das denn sein? Irgendein verrücktes Küken? Oh, ja, sorry, aber irgendwie hat sie auch recht. Dein sieht gut aus. Du gewinnst die Flamingo-Challenge. Glückwunsch. Yes, ich habe gewonnen, ohne Hilfe. Hör mal, sei nicht traurig. Ich teile natürlich. Hier, danke. Da fühle ich mich gleich besser. Na los. Oh yeah. Wow, ich bin schon viel besser geworden. Herzen male ich am liebsten. Hey, bleib, wo du bist. Na los, mach schneller. Los, go, go. Geht das auch leiser, Betty? Ruhe da drüben. Oh, hey, deine Taste. Du hämmerst voll auf der Tastatur herum. Oh, wie soll ich denn jetzt nur spielen? So ein Mist. Gib sie her. Die gehört jetzt mir. Oh, voll ätzend. Sie hat den Stift vergessen. Ich weiß schon, wofür der gut ist. Wenn dir eine Taste kaputt gegangen ist, kannst du dir eine neue mit einem 3D-Stift machen. Achte darauf, dass sie so hoch ist wie die anderen Tasten. Und der Moment der Wahrheit? Yes! Die Show geht weiter! Wow, Betty, du bist ja zurück! Bin wieder da. Betty, du hast meinen Stift genommen, ohne zu fragen. Geschwister sind voll nervig. Das musst du gerade sagen, wenn du meinst. Juhu, noch eine Klopapierrolle. Komm mit mir und vervollständige meinen Turm.
Juhu, meine Burg ist fast fertig. Sie ist wirklich glorreich. Opa, bist du hier drin? Ich kann meine Brille nicht finden. Ohne die sehe ich gar nichts. Ich bin praktisch blind. Hör auf, so mit deinen Armen herumzufuchteln. Nein, meine geliebte Burg, sie ist zerstört. Meine ganze Arbeit ist wieder zu Klopapierrollen zerfallen. Hör mal, da hast du deine Brille und jetzt verschwinde. Du klingst aufgebracht. Was ist denn passiert? Mein großer Traum, aus und vorbei. Er sieht echt traurig aus. Hey, warte, was ist, wenn ich das wieder hinkriege? Ich nehme die Klopapierrolle und falte sie so, dass sie ganz flach ist. Und jetzt zerschneide ich sie in Ringe. Perfekt, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Und nun zum nächsten Schritt. Heißklebepistole, ein kleiner Klecks hier ans Ende. Gut, und nur noch ein zweiter Ring. Und nun klebe ich das eine Ende mit dem anderen zusammen. Sehr gut, genau so soll es aussehen. Und nun mache ich so weiter und klebe immer mehr Ringe dran. So, ich habe einen ganzen Kreis aus Ringen gemacht. Und jetzt immer mehr, auch zwischen die ersten Ringe. Genau so. Und zum Schluss male ich sie mit pinker Farbe an. Opa, guck mal, was ich für dich gebastelt habe. Ich weiß doch, wie sehr du Kunst liebst. Was? Das hast du aus Klopapierrollen gemacht? Ja, und schau, wir können es gleich hier hinhängen als schöne Deko. So, na, was sagst du dazu? Das ist unglaublich. Ich liebe es. Veilchen sind blau und Rosen sind rot. Also dann, yeah, wir malen Blumen. Oh nein, meine Farbe ist voll trocken. Ach Mist, was mache ich denn nun? Ich brauche neue Farbe. Mal sehen, mit welcher Farbe beginne ich? Mit Pink natürlich. Nein, die kannst du nicht haben. Ich brauche die. Bitte, meine Farbe ist so trocken. Nein, habe ich gesagt. Da musst du dir was anderes suchen. Nun, wie werde ich meine Rose malen? Sie soll auf jeden Fall schön sein. Okay, ja, das wird gut funktionieren. Oh, kaum zu glauben, dass sie nicht mit mir teilen will. Sie ist so gemein. Ich bin ganz aufgewühlt deswegen. Ich muss mich beruhigen. Oh, mir ist auf einmal ganz schummrig im Kopf. Hä, was ist mit meiner Tüte passiert? Na toll, da ist jetzt überall Farbe drauf. Runter damit, mach schon. Was zum? Lass deine Farbe auf dem Blatt, bitte. Hä? Benutz die Tüte, um Farbe aufzutragen. Oh, okay, schon kapiert. Ich tunk die Tüte einfach in die Farbe. Eine Rose ist fertig. Und noch eine hier. Wow, die sehen echt voll schön aus. Na sowas. Mal sehen, was kann ich noch malen? Ah, ich weiß. Wo geht sie denn hin? Ach, mir egal. Sie kann machen, was sie will. Ich muss mir nur ganz kurz den hier leihen. Hab ich dich. Gut, und nun habe ich einen Pinsel. Das heißt, jetzt kommt der letzte Schliff. Es wären keine Blumen, wenn sie keine Blätter hätten. Die Zeit ist um. Zeigt mir eure schönen Rosenbilder. Okay, bin soweit. Das ist mein Bild. Ist das nicht schön? Nun, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber nein, es ist nicht schön. Dafür aber ihr Bild. Das ist ja mega. Du sagst es. Deswegen geht die Runde an dich. Yay, schon wieder gewonnen. Ist das zu fassen? Meine Lieblingssüßigkeiten. Meine Glückwünsche. Luna! Was ist? Hi. Okay, komm schon her. Ich muss aber Hausaufgaben machen, okay? Okay. Dann male ich was. So ist brav. Wow, richtig schönes Bild. Das ist ein Haus. Bin fast fertig. Ich auch. Guck mal, Luna. Was machst du denn da? Oh, das wollte ich nicht. Oh nein, meine Bücher. Sorry, waren versehen. Alles ruiniert. Guck mal. Was mache ich denn jetzt? Hey, Moment, damit könnte es gehen. Das vollgemalte Buch ist bestimmt noch zu retten. Lege ein Blatt Papier auf das Buch. Mit den Stiften malst du Muster auf das Papier. Verschiedene Farben ergeben tolle Muster. Sieht toll aus, aber es fehlt noch was. Nimm eine Plastiktüte und füll die Farbe rein. Und Vorsicht, damit nichts daneben geht. Klebe die Plastikfolie gut zu und lege sie anschließend auf das Buch. Dann verteilst du die Tinte.
Aus dem Filzstoff schneidest du einen Rahmen für das Buch aus. Klebe den Rahmen auf die Folie. Dann kann der Spaß richtig losgehen. Das ist eine wirklich tolle Idee. Ich hab nichts gemacht, versprochen. Hey, schon okay. Guck mal. Ist das für mich? Aber klar. Oh, das macht Spaß. Phew. Guck mal, ich mal viele lustige Formen. Danke, Luna. Der Anzug sieht immer noch ziemlich gut aus. Jetzt noch Opas bewährtes Haarmittel. Sieht gut aus. Hey, Mann. Das willst du anziehen? Lederschuhe? Was soll das? Das ist ein Rockkonzert. Ich war noch nie auf einem. Ich dachte, das sieht gut aus. Warte mal. Mein Lippenring. Das tut kein bisschen weh. Wofür ist das? Niemals. Du wirst damit gut aussehen. Komm schon. Nein. Oh yeah. Komm mir damit nicht zu nahe. Ich weiß, was ich tue. Verschwinde hier. Das ist eine piercingfreie Zone. Oh yeah. Natürlich. Braucht jemand Heftklammern? Ja, für deinen neuen Nasenring. Nimm einen Marker und benutze ihn, um die Klammer rund zu machen. Das ist alles. Bereit, cool zu werden? Sag Hallo zu deinem neuen Piercing, mein Freund. Keine echten Löcher nötig. Oh, ich fühle mich schon wie ein Rocker. Und Leder steht mir voll gut. Koffer ist gepackt und ich bin bereit zu gehen. Mein Strandhut muss noch richtig sitzen. Bon voyage. Bye. Viel Spaß noch. Ich bin dann mal weg. Oh Gott, ich will auch in den Urlaub fliegen. Das wäre cool. Ich könnte am Strand relaxen, in der Sonne chillen und exotische Getränke trinken. Oh, der Wind ist hier viel stärker. Ja. Hey, hey, bist du noch bei Sinnen? War das ein Tagtraum oder was? Ach ja, ein Strandurlaub mit Sandalen und kühlem Wind wäre schön. Oh wow, das bringt mich auf eine tolle Idee für ein Bild. Ich gebe etwas Farbe auf dieses Futtermesser. Dann fahre ich damit so auf dem Bild entlang. Soweit so gut. Gleich wird das noch besser aussehen. Nun kommt etwas grüne Farbe auf dieses Wattestäbchen. Ich male einen Bogen und kleine Zacken darauf. Etwa so. Unten kommt auch etwas grün hin. Sieh dir das an, die perfekten Strandpalmen. Okay, das war's. Mein tropisches Bild ist fertig. Das ist mir echt gut gelungen. Wow, echt schön. Sieht aus wie in meinem Tagtraum. Irgendetwas fehlt da aber noch. Ich habe schon länger nicht mehr mit meinen Fingern gemalt. Fingermalerei ist etwas, das man nie verlernt. Und fertig. Oh hey, die Direktorin kommt von ihrem Urlaub zurück. Dieses tropische Bild haben wir gemeinsam gemalt. Das habt ihr zusammen gemalt? Wie schön. Prösterchen, ihr beide habt diese Runde gewonnen. Yes, ein Hauch von tropischem Urlaub in unseren Händen. Gut gemacht. Du auch. Kunstverkauf, aktuelle Gemälde. Nein, danke. Nein, schon wieder eine Zurückweisung. Ah, ein Fremder, Hilfe, Angriff. Beruhig dich, was ist denn los? Niemand will meine Bilder kaufen. Opa, was machst du eigentlich in der Mülltonne? Und was hast du mit dem ganzen Müll vor? Vertraust du mir denn immer noch nicht? Naja, dann schau zu und lerne. Ich lege diesen Deckel auf ein Papier und jetzt besprühe ich das Papier mit Farbe. Bedecke das ganze Papier, keine Angst, auch den Deckel. Und nun besprühe ich die untere Ecke weiß. Und fülle den ganzen Bereich. Dann nehme ich diese Plastiktüte. Mit der Tüte tupfe ich die weiße Farbe auf. So kommt das Schwarz darunter zum Vorschein. So, und dann bespritze ich das Bild noch mit etwas weißer Farbe. Und nun kann der Deckel ab. Schau, es ist fertig. Tada! Wow, Opa, das ist unglaublich schön. Und es sah so einfach aus, wie du das gemacht hast. Hier, ich schenke es dir. Ich will das Gemälde. Nimm mein ganzes Geld, bitte. Scheint das richtige Haus zu sein. Oh, das muss mein Paket sein. Bitte schön, Ihre Lieferung.
Ja, ich liebe es, Pakete aufzumachen. Und das hier kommt aus Australien. Ich muss nur rankommen. Komm schon, Klebeband. Geh ab. Och, das bringt nichts. Oh, na klar. Ich nehme die Schere. Ha, geht doch. Das ist doch ein Kinderspiel. Ich schneide das ganze Klebeband auf. Na, endlich. Jetzt geht's auf. Oh nein, die Schere hat meinen Mantel ruiniert. Nein, er ist völlig im Eimer. Was für ein Riesenmist. Aber vielleicht kann man ja doch noch was machen. Okay, ich ziehe ihn einfach mal an und sehe, wo wir stehen. Jetzt brauche ich wieder eine Schere. Ich schneide einfach da weiter, wo er schon kaputt ist. So, einmal ringsrum. Und jetzt kann ich das Unterteil als Rock anziehen. Mit den Knöpfen bleibt er an seinem Platz. Klasse, jetzt habe ich eine kleine Jacke und einen Rock. Wow, das sieht großartig aus. Davon muss ich ein Foto machen. Diese Selfies werden so viele Likes kriegen. Ja, dieses Foto schicke ich auf jeden Fall. Oh, ich hoffe, es gefällt ihr. Es gefällt ihr. Sie findet es cool. Juhu. Und jetzt ein Zauberwürfel. Na, das ist eine echte Challenge. Ein Lineal und ein Stift. Oh, ich hab's. Das Lineal hilft mit vielen geraden Linien. Die Winkel lassen es als 3D erscheinen. Was macht Nick denn da? Wie hat er das denn geschafft? Einfach das Papier gedreht? Es ist ein bisschen komplizierter als das. Mit der richtigen Schattierung kann das echt dynamisch aussehen. Siehst du? Der Stift ergibt einen tollen Kontrast. Fast fertig. Und nun? Eine superleichte Schattierung. Man kann es kaum sehen. Dieser Schatten lässt es richtig hervorheben. Ja. Hä? Wie macht er das denn? Boah, das steht total aus dem Blatt hervor. Sowas von cool. Bereit zum Spielen? So. Los geht's. Oh, ich will das auch mal probieren. Schaut euch das an. Was ist das? Es bewegt sich. Wow. Gut gemacht, Nick. Es sieht aus, als würde mich das angreifen. Ich gehe ein bisschen näher ran. Ja, schau. Boah, wie geht denn die ab? Ha. All die fliegenden Farben. Wird er schon schwindelig? Noch eine Drehung. Und fertig. Oh, oh nee. Was? Ist da was auf meinem Gesicht? Wow, wie abstraktes Make-up. Na, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Puh. Mal sehen, wie mir die Farbe steht. Oh gosh, ich habe Lippenstift auf den Zähnen. Hm, vielleicht funktioniert dieser Winkel besser. Jupp, nun ist das Bild fertig. Tada! Ich habe die Direktorin abgemalt. So malt man ein Porträt, siehst du? Los, wer es am besten ausmalen kann. Wenn das so ist, dann brauchen wir etwas Make-up. Hier ist auch ein Täschchen für dich. Also dann, das Make-up liegt bereit und ich kann loslegen. Womit fange ich am besten an? Ah ja, hiermit. Ich bin ein großer Fan von knalligen Farben als Lippenstift. Das Pink ist echt schön. Das gefällt mir gut. Nun etwas Blau. Das kommt auf die Augenlider. Das Blau glitzert so richtig schön. Rouge darf natürlich nicht fehlen. Ich möchte die Wangenknochen schön betonen. Es fehlen noch ein paar bunte Highlights für die Haare. Oh, die Farbe ist perfekt. Ich hätte auch gerne lila Haare. Sie bekommt auch noch ein paar Sommersprossen. Die sind echt süß. Tada! Mein Porträt ist fertig. Mein Porträt ist auch fertig, Frau Direktorin. Wir sind fertig. Du meine Güte, das ist ein ausgefallenes Make-up. Ich will gar nicht hinsehen. Oh, mir gefällt dein Porträt richtig gut. Sehr schön. Tada! Ein weiterer Preis für dich, diese Palette. Yes, ich liebe neues Make-up. Das muss ich sofort ausprobieren. Hä? Einen Augenblick. Das ist kein Make-up. Das ist weiße Schokolade. Hm. Was? Aber was ist mit meinem Porträt? Sie ist zum Küssen schön, oder nicht? Mir gefällt das Bild, egal was die anderen sagen. Ha! Oh mein Gott, du siehst buchstäblich aus wie ein Clown. Was? Oh,
ich sehe aus wie ein Clown. Nur noch die Perspektive ausrichten, sieht gut aus. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Und noch schnell mit dem Original vergleichen. Oh, das ist ja gar nichts geworden. Da ist er ja, ich schleich mich mal ran. Er wird das lieben. Oh, was ist das? Oh, das ist übel. Er muss einen harten Tag gehabt haben. Puh. Oh, eine Lichterkette. Das bringt mich auf eine tolle Idee. Ich habe diesen Kastenrahmen, den ich nur öffnen muss. Und nun nehme ich diese kleinen Lichterketten und verteile sie im Inneren des Rahmens. So, und nun wieder verschließen. Wow, das ist toll geworden. Opa! Lichter in einer Box? Was soll das denn? Ach, Opa, komm, ich zeig's dir. Nimm dein Bild und lege es auf das Glas. Oh, ich verstehe. Wow, das leuchtet ja richtig. Hab's kapiert, so kann ich durchpausen. Genau, und nun kannst du das Bild nochmal angehen. Okay, dann wollen wir das nochmal ausprobieren. Ich kann jetzt einfach alle Linien nachfahren. Wow, das funktioniert so gut. Das ist fast schon kinderleicht, nur noch die letzten kleinen Details. So, das müsste fertig sein. Endlich ein Kunstwerk. Und dazu habe ich nur einen Rahmen und ein bisschen Licht gebraucht. Vielen, vielen Dank für dein Geschenk. Aber gerne doch. Oh, die Hausaufgaben sind echt schwer. Aber ich glaube, ich hab's. Oh, ich bin so stolz auf mich. Diese Folie wird alles sicher verstauen. Hier kommt kein Wasser rein. Und in den Rucksack mit dir. Ich freue mich schon, das abzugeben. Ach, mein Meisterwerk. Oh. Ja, schau doch, wo du hinläufst, Kleines. Oh Gott, meine Hausaufgaben. Schau dir diesen riesen Knick an. Ach, die weint, schau nur. Kannst du das glauben? Wer weint denn bitte so? Hey, Süße, es wird helfen. Danke. Warte, was soll ich damit machen? Oh, ich hab's. Ein Glätteisen kann die Falte begradigen. Siehst du? Problem gelöst. Oh, echt raffiniert. Ina? Du, ich glaube, du bist mein absolutes Lieblingsbild. Opa, pass doch auf, nicht schon wieder ein Bild von mir runterschmeißen. Ernsthaft, das hätte in einer Katastrophe enden können. Was, wenn er aus Versehen da rangekommen wäre? Ups, guck mal, ich habe überall Farbe an meinem Jackett. Ups. Mein Bild, nein! Oh, was für ein Albtraum, das würde ich auf keinen Fall verkraften. Oh, ich glaube, ich habe noch eine andere gute Idee. Entschuldige, Opi, ich brauche das mal. Okay, dieses Haarspray kommt jetzt zum Einsatz. Damit besprühe ich einfach das Bild. Man muss genug davon benutzen, damit es vollständig bedeckt ist. Tada! Sobald es getrocknet ist, ist das Bild geschützt. Schau, es färbt kein bisschen ab. Ach, endlich ist es sicher vor Opas Tollpatschigkeit. Oh, oh, hey, du hast recht, das funktioniert. Nichts ist an meinem Jackett. Phew, zum Glück habe ich vorausgedacht und mein Bild ist sicher und heile. Okay, in eurer letzten Challenge malt ihr einen Schmetterling. Okay, das schaffe ich. Ich weiß, dass ich es kann, oder etwa nicht? Hey, ich habe eine gute Idee, das sollte eigentlich klappen. Ich fahre einfach der Form der Klebebandrolle nach. Genauso. Okay, das sieht gut aus. Und nun brauche ich noch einen Kreis genau hier. So schwierig ist das gar nicht, aber ich will nichts riskieren. Oh, genau so. Was macht sie da? Oh, schon kapiert. Echt clever. Doch während sie das macht, habe ich einen besseren Plan. Hier entsteht gleich das süßeste Bild von einem Schmetterling. Ich lege das Blatt über das Tablett und fahre nun einfach das Bild nach. Die Flügel sind fertig und nun kommt der Körper und Kopf. Oh, die Fühler noch. Jetzt werden die Flügel noch verschönert. Gelb und Pink passen gut zusammen. Das gefällt mir sehr gut. Wow, wie hast du das denn gemacht? Stopp, zeigt mir eure Werke. Okay, also ich habe eine Raupe gemalt. Oh, naja, sie hat ein Bild von einem richtigen Schmetterling. Gut gemacht. Ja, aber sieh mal, die Raupe verwandelt sich. Oh, welche Überraschung. Dann habt ihr beide gewonnen. Yes, ich liebe es, wenn wir beide gewinnen. So ist das cool. Sieh mal, dieses Mal haben wir Kaugummi und müssen nicht mal teilen. Juhu, wir sind Sieger.
Welches der Motive würdest du gerne malen? Schreib's in die Kommentare. Und vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Na, der Unterricht ist nicht mehr derselbe, seit wir alle Smartphones haben. Frag einfach den Lehrer. Ja, Zeit, die Handys abzugeben. Oh, schnell verstecken. Seid ihr dann fleißig am Lernen? Oh, ich hab fast gewonnen. Oh, ich hasse es hier. Ach, als ob ich was über Photosynthese lesen will. Ja, wenn du dein Handy benutzen willst, musst du extra gerissen sein. Oh, die Antwort lag die ganze Zeit vor mir. Lege dein Handy mit dem Display nach unten hin und ziehe eine Linie mit etwas Heißkleber. Ja, bis ganz nach unten. Klebe dann einen Buntstift an. Perfekt. Nur noch ein paar mehr. Sieht irgendwie cool aus, oder? Wenn ich jetzt Selfies mache, ist mein Handy nicht sichtbar. Ich benutze nur meine Buntstifte. Ja, was für ein Idiot. Diese Hack ist einfach genial. Ich hoffe, ich habe die richtigen Stifte eingepackt. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es so sehr. Du siehst furchtbar aus, Madison. Was ist passiert? Schau es dir selbst an. Er will es für immer beenden. Kein Wunder, dass du so weinst. Wir kümmern uns besser mal um dein Make-up. Es ist ein klein wenig verschmiert. Ich sehe scheußlich aus. Du hast einfach nur einen schlechten Tag. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Meine Wattepads von zu Hause. Willst du eines? Sie gehören ganz dir, Süße. Damit kannst du die Schminke einfach abwischen. Es ist einen Versuch wert. Ich reibe sie einfach über die Augen. Jeweils eines. Und wie in Zauberhand sehe ich nicht mehr wie ein Waschbär aus. Das ist echt viel Make-up. Mal sehen, wie meine Augen jetzt aussehen. Das nenne ich mal eine Veränderung, was? Soll ich dir verraten, wie das geht? Siehst du diese Plastikfolie? Schneide sie mit einer Schere in Streifen. Wenn du fertig bist, kannst du sie so öffnen. Lege die Wattepads hinein. Und pumpe dann etwas Make-up-Entferner auf jedes einzelne Pad. Decke sie dann zu. Nimm etwas Backpapier und lege den Streifen ins Innere. Verwende dann ein Glätteisen, um das Plastik mit Hilfe des Papiers zu versiegeln. Letztes Stück. Entferne das Papier und du siehst das Ergebnis. Make-up-Entferner-Pads für unterwegs. So cool. Du hast mir echt den Tag gerettet. Ich brauche wahrscheinlich später ein paar mehr. Okay, es fehlen nur noch ein paar Striche. Und fertig. Das sieht mal genial aus. Irgendjemand fällt bestimmt drauf rein. Was für ein schöner Tag. Gut, dass ich rausgegangen bin. Wie konnte das denn passieren? Das ist doch nur eine Was zum... Meine Zeichnung hat uns hierher gebracht? Hi, hallo. Willkommen. Wow, was will sie uns damit sagen? Oh, ich habe ja Schüler zu unterrichten. Lektion 1. Ich möchte, dass ihr ein Einhorn malt, okay? Beginnt. Oh, die Zahnbürste war doch in ihrem Mund. Oh Gott, nein, nein, nein. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Uah, schnell weg damit. Ich will das auch nicht. Oh, warte, das bringt mich auf eine Idee. Dann lege ich wohl mal mit meinem Einhornbild los. Dafür beginne ich natürlich mit bunter Farbe. Regenbogen sind perfekt für Einhörner. Die Zahnbürste hilft mir dabei, ein Muster für die Mähne zu malen. Okay, ich brauche jedenfalls keine Zahnbürste für mein Bild. Ich brauche einen Marker. Okay, Ohren, das Horn sind fertig, aber Augen fehlen noch. Oh, kann ich mal sehen, wie deins aussieht? Oh, das ist immerhin etwas. Mano, ich kann einfach keine Einhörner malen.
Oh je. Naja, dann male ich mal meins weiter. Oh, ich hab's. Zeit für etwas Magie. Tada! Der Rest des Einhorns ist erschienen. Das ist mir wirklich gut gelungen. Ein Hoch auf mich. Oh, dein Bild ist voll schön geworden. Naja, wir haben noch genug Zeit, dein Bild zu retten. Ich weiß auch wie. Ich drücke dein Papier gegen meins. Siehst du? Jetzt hast du quasi eine Kopie davon. Hey Miss, ich glaube, wir sind hier fertig. Wow, Mädels. Die sind toll geworden. Ihr habt mich wahrlich beeindruckt. Yes, geschafft. Und wir beide kriegen Preise. Cheers.